Ja, hallo liebe Duster-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht. Kam schon lang keiner mehr. Also wir haben jetzt dann Jahreswechsel 23/24 und im Frühjahr 24 haben wir den Duster dann 13 Jahre im Betrieb. Da wird er noch wieder TÜV-fällig, wenn mich alles täuscht muss. Gell? Frühjahr, also im März. März müsste wieder TÜV sein. Da haben wir dann 13 Jahre voll und jetzt steht wieder mal eine kleine Reparatur an. Ich meine, der Wagen hat ja wirklich 13 Jahre keine Probleme, abgesehen vom Auspuff. Auspuffanlage ist da so ein bisschen eine Geschichte, die rostet halt vor sich hin, weil die Karre natürlich immer draußen steht, manchmal nicht immer richtig heiß gefahren wird, viel Kurzstrecke. Im Winter auch draußen Salz und die ganze Geschichte. Und da hat halt so mal nach 5 Jahren hat dann mal so angefangen, die ersten Löchle im Auspuff aufzutauchen, die wir natürlich dann halt immer gleich schweißen lassen. Das jetzt ist wieder ein bisschen was Größeres am Auspuff. Das ist wohl was an diesem elastischen Bereich vor dem Cut, vor dem Katalysator. Und da war ich jetzt schon mit dem Wagen in der Werkstatt bei ATU diesmal. Die haben ja auch ein größeres Werkstättennetz und Zugriff auf viele Teile. Und die haben dann die genaue Fehlerquelle analysiert und dann gesagt, okay, sie müssen Teile besorgen. Kann sein, dass dann die ganze Auspuffanlage fällig wird, weil dieses Teil schon mal notdürftig geschweißt wurde vor dem Cut und jetzt anscheinend nicht mehr so gut zu reparieren sei, ATU, und sie würden sich dann wieder bei uns melden. Der Werkstattmeister hat sich dann auf die Suche begeben nach Ersatzteilen aus ihrem Lieferantennetzwerk und er hat uns auch am gleichen Tag abends angerufen, hat mich gewundert, noch so spät abends auf dem Heimweg hat er uns erwischt vom Lager und er meinte, er könnte diese Ersatzteile, die wir da benötigen, nämlich eine komplette Auspuffanlage mit Cut für den Duster nicht besorgen, nicht organisieren. ATU kann die Teile nicht organisieren. Keiner der Zuständigen oder der Vertragslieferanten für Ersatzteile hätte wohl diese Teile im Sortiment, was mich echt gewundert hat. Ich meine, das ist hier Renault-Technik, das ist Duster, ein Millionenseller, aber die meinten dann, wir werden da wahrscheinlich auf Original-Renault-Teile zurückgreifen müssen. Und anscheinend haben die halt keinen Zugriff auf originale Renault-Teile. Wie auch immer, wir werden es jetzt mal dann noch in unserer Werkstatt hier im Ort versuchen, aber der hatte keine Zeit im Dezember, darum gehen wir jetzt im Januar noch in die Werkstatt zum örtlichen Mechaniker. Mal schauen, was der machen kann, ob er das nochmal reparieren kann. Aber er meinte beim letzten Mal schon, wo er das repariert hat, er hat es jetzt nochmal notdürftig hingekriegt. Aber das ist wohl ein Teil, das etwas schwerer zu schweißen oder was auch immer ist. Und beim nächsten Mal wäre auf jeden Fall ein Austausch notwendig. Das werden wir dann sehen, wenn wir dann jetzt den Wagen hier in der Werkstatt abgeben und schauen dann, ob er das nochmal reparieren kann oder ob er Zugriff dann auf Originalteile hat. Vielleicht hat er ja gute Beziehungen in die Renault-Werkstatt und kann Original-Auspuffanlage mit Katalysator organisieren. Wenn nicht, kommt halt dann Plan C zum Tragen. Dann müssen wir damit halt zum Renault-Händler. Ist auch nicht so weit weg. Und werden mal schauen, was die sagen. Ich denke mal, die dürften das dann auf jeden Fall richten können. Wird natürlich dann die teuerste der 3 Lösungen sein. Weil die werden natürlich dann Original-Renault-Auspuffanlage mit Katalysator, allem drum und dran. Und da meinten die schon bei der ATU, das könnte dann schon so mal 1500 Euro kosten, nur die Originalteile dann. Wir werden sehen, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das wird hier werde ich in mehreren Teilen hier aufnehmen, bis der Erfahrungsbericht Duster 13 Jahre dann soweit ist. Und im Frühjahr kommt dann nochmal TÜV, da bin ich gespannt, was der TÜV dazu sagt. Wir haben auf jeden Fall mal auch vorne neue Scheibenwischer gegönnt. Ne? Also richtig cool. Wir hatten noch die alte Technologie von alten Scheibenwischern. Heute die neuen Bosch, die sind noch schon um einiges angenehmer im Gebrauch. So, das war's jetzt Teil 1. Wir melden uns dann, wenn der Wagen aus der Werkstatt zurück ist und berichten dann über das Ergebnis. Yeah. Ne, du musst schon ins Bild, dich sieht da keiner. Ja. Yeah. Hallo Autofreunde. Es gibt einen neuen Zwischenstand von unserer aktuellen Duster-Reparatur. Wir waren ja beim ATU, die haben gleich gesagt, boah, da kann man nichts mehr machen, müssen wir einmal komplett unten Auspuffanlage von vorne bis hinten neu. Materialkosten 1500 Euro plus Einbau. Abends haben sie dann angerufen und haben mir gesagt, sie können die Teile gar nicht besorgen für den Duster.
Gut, wir sind dann zu unserer örtlichen Werkstatt gefahren und da war jetzt mal der erste Durchgang der Reparatur, wurde durchgeführt. Ich habe natürlich jetzt in dem Fall noch mehr machen lassen, schon mal Vorbereitung für den TÜV. Ich habe mal die ganzen Verschleiß noch Sachen und die ganzen Flüssigkeiten und alle Filter, weil so nach 13 Jahren kann man auch wieder mal einen Ölwechsel machen. Ne? Hier, ne, Zündkerzen, Ölfilter, Luftfilter, Motoröl, Bremsflüssigkeiten, ja, das Zeug an der Klimaanlage. Aber das lassen wir mal außen vor, das hat ja nichts mit dieser Auspuffproblematik zu tun. Solche Sachen muss man bei jedem Fahrzeug immer wieder mal nachschauen lassen, ne? Die ganzen Flüssigkeiten und Filter und so weiter und so fort. Aber das war schon mal interessant, er hat Teile des Auspuffs ersetzt und repariert. Ich werde ein Foto hier einblenden. Maria hat ein Foto gemacht noch vom, ich weiß gar nicht, was für ein Teil vom Auspuff das war. Sieht auf jeden Fall ziemlich kaputt aus. Also er hat schon mal einige Teile ausgetauscht und repariert, aber er hat jetzt noch ein Teil bestellen müssen. Er konnte das erstaunlicherweise besorgen, dauert aber circa eine Woche. Dann müssen wir nochmal in die Werkstatt bringen, um noch das letzte Teil an dieser Auspuffanlage zu tauschen. Das Gute ist, wir müssen nicht den Katalysator tauschen. Und das macht sich natürlich positiv bemerkbar. Bis jetzt haben wir Kosten von nur 200 Euro. Und Maria, was hast du gesagt? Das eine Teil, wo noch fehlt, circa 300? Ja. Ja, ungefähr noch so circa 300 Euro. Das heißt, teiletechnisch sind wir dann nachher nicht bei 1500 Euro, wie zuerst geplant war, oder 2000 in der Renault-Werkstatt, dass da so hinkommen könnte, sondern er tauscht dann wirklich nur das, was zu tauschen notwendig ist, und den Rest, was er reparieren kann, repariert er auch, und das macht sich dann hier wirklich positiv bemerkbar. Wir werden dann noch die Schlussrechnung abwarten, aber momentan sind wir bei 200 Euro und da kommen dann circa nochmal 300 Euro drauf, dann sollte der Auspuff unten alles wieder in Ordnung sein, weil in 2-3 Monaten ist dann nochmal TÜV, da hat er dann 13 Jahre auf dem Buckel, und wenn wir da problemlos durch den TÜV kommen, dann haben wir nochmal 2 Jahre, dann sind wir schon bei 15 und dann schauen wir weiter. War jetzt dann auf jeden Fall, wenn das noch so hinkommt, erfreulich, dass es nicht so teuer geworden ist. Ja, das ist halt echt gut, wenn du so ein guter Schrauber dann irgendwo mal hast. Er hat jetzt lange keine Zeit gehabt, aber jetzt ist er dazugekommen, dann ist das eine feine Geschichte. Klar, die Endrechnung ist hier natürlich ein bisschen höher, aber wie gesagt, da sind ja noch alle möglichen Verschleißteile, die wieder mal bei so einer Inspektion fällig waren, aber nur auspuffmäßig war es bis jetzt 200, plus vielleicht nachher nochmal 300. Also das ist dann wirklich cool, und dann kommen wir hier auch nochmal bei dieser komplett kaputten Auspuffanlage mit dem blauen Auge davon. Der Cut scheint nämlich noch okay zu sein, und diese Teile, die da wohl fest dran sind, die kriegt er dann schon irgendwie dran, ne? Wenn man halt gut schweißen kann, dann kann man da schon das eine oder andere wahrscheinlich wieder zusammenbauen. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe von Autos keine Ahnung, ich kann nur gut fahren, aber sonst habe ich keine Ahnung. Ich kann gut fahren und tanken. Mehr mache ich an einem Auto eigentlich nicht und wechsle die CDs. Okay, Freunde, das war's hier im Zwischenstand. Wir sehen uns dann nochmal zu einem weiteren Clip hier, wenn die Geschichte endgültig fertig ist, und dann, ja, haben wir wieder ein kleines Erfahrungsvideo, das da nach 13 Jahren zusammen, und dann in 2-3 Monaten gibt es dann nochmal TÜV. Mal schauen, ob die TÜV-Prüfer dann noch irgendwas finden oder ob bis dahin alles okay ist. Darum habe ich das jetzt auch hier machen lassen und gleich nochmal alle Verschleißsachen und sowas kontrollieren. Dann ist es schon erledigt. Wenn er schon in der Werkstatt ist, dann brauchen wir den bloß in 3 Monaten noch zum TÜV fahren und gut ist. Also, wir sehen uns dann gleich hier im nächsten Teil. Ja, hallo Freunde. Dritter Clip zum Thema Duster und Auspuffreparatur. Das letzte benötigte Teil ist beim Mechaniker angekommen. Ich werde es mal an der Stelle einblenden, wie das Ding aussieht. So, was hat noch gefehlt? Und jetzt glänzt der Duster wieder unten von vorne bis hinten. Katalysator konnte gerettet werden, musste nicht ersetzt werden. Und das hat sich natürlich positiv im Preis niedergeschlagen. Während das ein ATU irgendwas von 1500 Euro kalkuliert hat und die Planung beim Originalhersteller mit Originalteilen irgendwo bei 2000 Euro lag, habe ich jetzt hier die Abschlussrechnung bekommen, wenn ich mal hier die normalen Wartungs- und Inspektionspositionen rausrechne, weil ich, das habe ich jetzt dann gleich noch zusätzlich mitmachen lassen, ne? Also komplette so Inspektion durchführen lassen, ne? Bremsflüssigkeit und weiß der Geier was alles, Ölfilter, Luftfilter, Motor, Zündkerzen, also alles, was man so an Sachen ein bisschen bei so einer Inspektion austauschen kann. Lassen wir das mal weg. Ich habe jetzt nur die benötigten Auspuffteile und den Einbau dafür berechnet. War ich jetzt eben mit Steuer bei, ja, 383,78 Euro. Also noch nicht mal 400 Euro.
400 Euro, wir vergleichen die anderen Werte, ne? 400, 1500, 2000 Euro. 400 Euro habe ich jetzt die komplette Geschichte da unten neu bekommen. So, wir haben auch gesehen, der Spritverbrauch geht auch wieder runter, war interessant, kaputter Auspuff, dass der Spritverbrauch 2 Liter hochging. Kann bestimmt ein Mechaniker hier erklären, warum das so ist. Aber jetzt mit der komplett neuen Auspuffanlage pendelt sich der Spritverbrauch wieder in einen Bereich ein, wo das Fahren nicht Spaß macht, aber immerhin nicht so schmerzhaft ist wie bei irgendwie 10,5 Liter, was ich zuletzt auf 100 Kilometer gebraucht habe. Ja, da kann ich auch ein amerikanischer Riesen-SUV fahren. Ja, also der lokale Kfz-Meisterbetrieb hat wieder mal die Konkurrenz weit hinter sich gelassen und für mich auch nach wie vor die Anlaufstelle, wenn es darum geht, meinen Duster richten zu lassen. Schauen wir dann mal. In ein paar Wochen ist dann TÜV. Ich denke, das dürfte dann unproblematisch laufen. Der Wagen hat ja jetzt gerade einmal fast general überholt worden. So mit allen möglichen Verschleißteilen. Die Lichter funktionieren auch. Die Scheibenwischer wurden auch mal ersetzt. Also da sollte es da nichts zu meckern geben. Die Bremsen sind ja noch okay. Und die Auspuffanlage, die ist ja richtig neu. Und dann schauen wir mal. Nochmal TÜV 2 Jahre. Dann ist er 15 Jahre alt in 2 Jahren. Und dann, ich glaube, dann wird es spätestens mal Zeit für was. Anderes vielleicht. Nicht, weil der Duster wahrscheinlich nötig hätte, abgelöst zu werden, weil ich glaube, das Ding fährt nochmal weitere 5 Jahre, sondern ganz einfach, weil ich dann vielleicht nochmal Bock auf was anderes habe. Gut, das war jetzt wieder mal ein kleiner Erfahrungsbericht Duster nach 13 Jahren. Ein kleines Auspuffproblem, das zum Schluss dann doch günstiger gekommen ist, als die ursprünglichen Planungen vorgesehen haben. Also, euren Dustern wünsche ich weiterhin gute Fahrt. Viel Spaß mit euren dass das im Stadt- und Outdoor-Bereich und dass eure Reparaturen auch so wie meine dann hoffentlich noch im finanziellen Rahmen bleiben. Allzeit gute Fahrt. Ciao, macht's gut. Bye, bye.